Das ist der Albtraum für die Helfer. Eine Ebola-Patientin bricht im Fieberwahn aus einer Isolierstation aus. Umstehende Pfleger sind überfordert. Die Polizei verliert die Nerven. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, wie die Patientin herausgekommen ist. Sie wurde in der Isolierstation versorgt. Die Angst der Menschen ist verständlich, kann doch jeder zu enge Kontakt mit der Frau ein Todesurteil sein. Endlich kommen Mitarbeiter in Schutzanzügen. Sie schaffen es, die Frau zurück in die Isolierstation zu tragen. Im Inneren ist die Ebola-Einrichtung teilweise noch eine Baustelle. Hinter vorgehaltener Hand wird uns gesagt, dass es an vielen wichtigen Utensilien mangelt. Und nicht einmal der leitende Arzt versucht, das schönzureden. Momentan ist alles etwas chaotisch. Wir haben erst letzten Freitag den Betrieb aufgenommen und alles läuft sehr schleppend an. Nach Einschätzungen von Experten fehlen allein in Sierra Leone bis zu 1000 Betten in Ebola-Isolierstationen. Und die internationale Hilfe läuft immer noch viel zu langsam an. Nur wenige Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder Kap Anamur beteiligen sich bislang am Aufbau solcher Einrichtungen. Der deutsche Arzt Gunnar Urban plant zusammen mit lokalen Experten eine Isolierstation für Ebola-Patienten. Die Station wird in drei Bereiche unterteilt, überlebenswichtig für Patienten und Helfer. Erster Bereich ist Verdachtsfälle Ebola, zweiter Bereich ist wahrscheinlicher Ebola-Fall und im dritten Bereich haben wir die schon vorher bekannten, bestätigten Ebola-Fälle. Also das heißt, wir stehen hier bei den wahrscheinlichen Fällen. Genau. Und das ist wichtig, dass wir die unterscheiden, weil wir können ja die Blutuntersuchung zur Ebola-Diagnostik nur in einem sogenannten Vollschutz- oder Ebola-Schutzanzug machen, um uns selber und andere nicht zu gefährden. Und wenn wir also hier eine Einweisung machen und sagen, wir haben einen hochgradigen Verdacht, aber die Blutuntersuchung bestätigt sich nicht, dann haben wir hier einen Patienten, der eventuell mit anderen Ebola-Fällen zusammenliegt, den wir unter Umständen kontaminiert haben. Viele normale Krankenhäuser in Sierra Leone sind inzwischen komplett geschlossen. Personal und Patienten haben Angst, dass Ebola-Infizierte, die eigentlich auf eine Isolierstation gehören, sie anstecken könnten. Eine weitere Katastrophe für das Land, denn so sterben tausende Männer, Frauen und Kinder an eigentlich behandelbaren Krankheiten wie Durchfall oder Malaria. Es ist kein Rettungswagen, der hier mit Sirene über die Straßen von Freetown fährt. Es ist ein Leichenwagen. Das spezielle Team vom Roten Kreuz hat vor allem eine Aufgabe. Es muss tote Ebola-Infizierte finden, einsammeln und beerdigen. Rotes Kreuz und Gesundheitsamt arbeiten zusammen. Die Menschen können nur eine bestimmte Nummer wählen. Wir haben eine Nummer, über die wir alles koordinieren. Wer macht was, wann und wie. Hier sollten wir die Leiche abholen, aber wir wissen nicht genau, in welchem Haus das ist. Und wir haben keine Kontaktnummer. Deshalb müssen wir herumfragen. Doch egal, wie viele Nachbarn sie fragen, keiner will etwas von einem verstorbenen Ebola-Kranken wissen. Unverrichteter Dinge ziehen sie ab. Am nächsten Einsatzort ist die Situation noch feindseliger. Wir können nur heimlich filmen. Die Familie will ihren Toten selbst beerdigen. Trotz aller Aufklärungskampagnen verstehen viele immer noch nicht, wie ansteckend die infizierten Leichen sind. Es ist die fehlende Anerkennung ihrer Arbeit, gerade von Freunden und Verwandten, die die Helfer am meisten verletzt. Ich kann momentan meine Familie nicht sehen und ich muss meine eigene Mutter anlügen. Sie hat gesagt, wenn du diese Leichen einsammelst, sollst du nicht in unsere Nähe kommen. Dann werden die Helfer noch zu einem weiteren Einsatz gerufen. Dieses Mal geht es zu einer Ebola-Isolierstation. Hier sind an einem Tag gleich drei Patienten verstorben. Jeder Griff muss bei der Vorbereitung stimmen. Mehr als 200 Ärzte, Pfleger und Helfer haben sich in den letzten Monaten in Westafrika mit Ebola infiziert, weil die Schutzmaßnahmen unzureichend waren. Ich bin jetzt 100% geschützt, ich fühle mich sicher. Nun können die Leichen weggebracht werden.
Für die Angehörigen schmerzhaft, denn sie dürfen bei der Beerdigung nicht dabei sein, nicht von den Liebsten Abschied nehmen. Auch ein Grund, warum viele bisher mit Misstrauen reagieren. Aber die Helfer versichern, dass jeder ordentlich bestattet wird. Wir beerdigen sie würdevoll. Wir schmeißen sie nicht einfach ins Grab. Wir zollen ihnen unser Respekt. Monate nach dem ersten Ebola-Opfer ist für viele Helfer ihre Arbeit schon zum traurigen Alltag geworden. Und trotzdem wollen sie alle die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie bald den letzten Ebola-Toten beerdigen können.